Hallo und herzlich willkommen im Bücherkeller. Passendes Thema, denn ein Buch hätte ich zu besprechen bzw. zu empfehlen. Ich versuche das ein bisschen kurz zu halten, weil ich nicht allzu sehr auf den Inhalt eingehen möchte. Aber das machen wir als erstes. Wir gehen mal ein bisschen auf den Inhalt an. Das hier ist Tom Quinn. Über den Tom Quinn hat der Michael Smith dieses Buch geschrieben. Das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Ja, auf Englisch ist es auch prima. Und da hat es den Vorteil, dass die meisten Zitate, die Originalzitate der Antarktisreisenden dann auch wirklich Originalzitate sind, weil die halt alle Englisch gesprochen haben, weil es halt alles Briten waren, die den ihren Tom Quinn mitgenommen haben. Aber ansonsten würde ich schon die deutsche Version, das liest sich halt einfacher, empfehlen. Wer jetzt nicht unbedingt sagt, er möchte gerne ein englisches Buch, englischsprachiges Buch lesen, weil es halt original. Ne? Daher gibt es dann auch entsprechend deutsche Übersetzungen, gute Übersetzungen der jeweiligen Originalpassagen aus den Tagebüchern der Antarktisreisenden. Denn das war Tom Quinn. Tom Quinn war ein Antarktisreisender. Er hat drei große Expeditionen in die Antarktis mitgemacht und jeweils überlebt, was keine Selbstverständlichkeit darstellt. Und war dann einer der erfahrensten Antarktisreisenden überhaupt. Hat da viele Jahre verbracht in der Antarktis. Wirklich Jahre. Weil wenn man im Winter da festsitzt, dann sitzt man im Winter über fest und damit kam dann schon einiges an Zeit, die er da verbracht hat, zusammen. Aber grob chronologisch kann man Folgendes sagen, das findet man auch raus, wenn man den Klappentext und so weiter fortliest, deswegen sind das milde Spoiler. Wer aber gar nichts zum Inhalt wissen möchte, ja, der kann sich eigentlich vorhanden. Ich gehe mal davon aus, dass ein paar vorsichtige Inhaltsangaben in Ordnung sind, zumal das alles Sachen sind, die bekannt sind. Die Expeditionen, da hat man vielleicht schon mal was von gehört, beziehungsweise kann relativ einfach dazu was recherchieren, wenn man das will. So, und zwar die erste, wo er mit ist, Tom Quinn war zu diesem Zeitpunkt Seemann, schlicht und ergreifend, ein höherer Matrosenrang, Dienstgrad bei der Royal Navy und ist dann durch einen Zufall, hat sich wohl auch so halb freiwillig gemeldet, so genau weiß man das gar nicht, bei Robert Falcon Scott gelandet, der seine erste Antarktis-Expedition, der hat zwei gemacht, bei der ersten recht erfolgreich, wenn man das so nennen möchte, bei der zweiten ist er verstorben, mit ihm vier andere, die mit ihm im Team versucht haben, den Südpol zu erreichen, was sie auch geschafft haben, aber auf dem Rückweg dann an Entkräftung bzw. den Temperaturen, vor allen Dingen auch im Nahrungsmangel und dann ging er unter Brennstoff aus, daran dann letztendlich gestorben sind. Vielleicht auch spielt eine gewisse Rolle, schlechtes Management und ein paar nicht so ganz kluge Entscheidungen von eben auch Scott selber. Gut, aber bei dessen ersten Expedition war Quinn jedenfalls das erste Mal in der Antarktis. Was haben die da so getrieben? Naja, vor allen Dingen waren sie wissenschaftlich unterwegs. Das heißt, das waren Wissenschaftler an Bord der Discovery. Man kennt die als Discovery Expedition. Die erste von Scott. Und sind da unerwartet früh im Eis hängen geblieben, weil man zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau wusste, was muss man denn tun, um nicht im Packeis hängen zu bleiben. Und mussten dann gezwungenermaßen sehr viel Zeit in der Antarktis verbringen, wo sie dann viel geforscht haben, wo man auch mal versucht hat, einen leichten Versuch, den Südpol zu erreichen, durchzuführen und hat einen neuen Südrekord aufgestellt. Scott persönlich war da auch dran beteiligt und bei all diesen Sachen war so mehr oder weniger, entweder in der zweiten Reihe oder manchmal auch in der dritten Reihe oder halt eben ganz vorne mit dabei, Tom Quinn. Ja? So. Zweite wesentliche Arktis-Expedition, nachdem er sich bei der ersten durch große Leistungen hervorgetan hatte, da wurde er dann ohne jeden Zweifel von Scott nochmal mitgenommen und auch sehr gerne von Scott nochmal mitgenommen, war dann die legendäre Antarktis-Expedition, bei der es das Wettrennen zum Südpol im Grunde, wo zeitgleich Roald Amundsen aus Norwegen, der nicht mehr zum Nordpol konnte, weil der kurz vorher angeblich von einem gewissen Herrn Peary, ich glaube, da heißt auch Robert, Peary entdeckt worden ist. Angeblich, man weiß bis heute nicht, ob der wirklich da gewesen ist oder nicht. Aber zumindest damals ging man davon aus, der sei da gewesen, weshalb Roald Amundsen nichts mehr zu tun hatte, was den Norden angeht. Also ist er kurzerhand, mehr oder weniger kurzerhand, schon auch mit entsprechender Ausrüstung und entsprechender Planung in den Süden gefahren. Hat Scott noch mitgeteilt, die Fram fährt in die Antarktis und was er da will, hat er zwar nicht gesagt, war aber relativ einleuchtend, dass er nämlich eben zum Südpol wollte. Und dadurch ist die von
Scott ursprünglich als Kombi, ja, Südpol erreichen wäre schön, aber halt nochmal forschen, Expedition mit vielen Wissenschaftlern wieder an Bord und insgesamt einer, ich glaube, über 50 Mann starken Besatzung, sehr in Zeitnot geraten, weil man unbedingt vor den Norwegern am Pol sein wollte. Man muss dazu sagen, die Norweger waren und Amundsen war in der Hinsicht super, super effizient. Die kamen da an, alles abladen, Hunde an die Schlitten, warten, bis der Winter rum ist und im Frühjahr, sobald der Schnee irgendwie zurückging, sie sind zweimal gestartet, beim ersten Mal war es noch nicht gut genug, war es noch zu kalt, sind sie nochmal zurück und beim zweiten Mal starten. Zack, zack, effizient durchgeplant, wirklich optimale Logistik, nicht unbedingt optimal im Sinne von ethisch-moralisch kann man schon seine Bedenken haben, weil die Hunde, die einerseits Schlittenhund waren, waren gleichzeitig auch Proviant. Und das war wohl für den einen oder anderen Mitreisenden auch nicht ganz einfach. Und hinterher so das Hauptargument der Engländer, dass der Amundsen da doch das auch viel völlig am Mist ist, wenn man da seinen treuen Hunde als Proviant ansieht und so weiter. Was die Engländer aber auch mit ihren Ponys gemacht haben. Genau dasselbe. Aber den Hunden war es wohl irgendwie dramatischer. Ja, das aus heutiger Sicht ist das schon ein bisschen Müh, dass die da ihre Hunde gegessen, als wirklich als Proviant eingeplant hatten. Vor allen Dingen als Proviant für die anderen Hunde. Naja, aber trotzdem, dadurch war das eine hocheffiziente Angelegenheit, die nahezu reibungslos ablief und in wahnsinnig schneller Zeit waren die am Pol, haben ein norwegisches Fähnchen und ein Zelt aufgestellt, einen Brief für den Scott hinterlassen, für den Fall, wenn wir es nicht zurückschaffen, seien sie doch so gut und überbringen sie den Brief an König Håkon, ich glaube, der hieß damals so, dass die Norweger auch die Ersten gewesen seien. Was der Scott also dann auch am Pol völlig entkräftet und mit wenig Chancen auf gesunde Rückkehr, auch am Pol angekommen, ist dann natürlich nicht gerade besonders lustig fand, vorsichtig ausgedrückt, dass dann auch noch so ein Brief für ihn hinterlassen war. Man mag aber vielleicht aufgrund dessen, was im Brief drin stand, dem Amundsen keine böse Absicht dabei unterstellen wollen. Da kann man sich aber wunderbar streiten. Ne? So, jedenfalls, das war die zweite Antarktis-Expedition. Scott hat bei dem Weg zum Pol immer mal wieder, das war ursprünglich eine große Gruppe, die da aufgebrochen ist, von, ich meine, 18 Leuten oder 16 Leuten, die dann nach und nach umgedreht sind. Immer ist ein Vierergrüppchen umgedreht, dann wieder ein Stückchen weiter nach Süden, wieder ein Vierergrüppchen umgedreht. Die früher umgedreht sind, sollten quasi dafür sorgen, noch zusätzlichen Proviant mitnehmen zu können und auf dem Hinweg Depots für den Rückweg anlegen zu können. So, und dann hat eben das letzte Vierergrüppchen, das hätte ein Vierergrüppchen sein sollen, das zurückgeschickt worden ist, da war jener hier dabei. Ja? Und spätestens da hat er dann seine erste große Heldentat geleistet und das darf man sich ja auch spoilern, weil das ist vorher schon auch so zu ergoogeln bzw. rauszufinden, denn eigentlich hätte es eine Vierergruppe sein sollen, war aber nur eine Dreiergruppe und da man bei Scotts Team nicht darauf gesetzt hatte, die Schlitten mit was anderem als mit menschlicher Muskelkraft anzutreiben, auf gut Deutsch, die sind da vorne wegmarschiert, übrigens wohlgemerkt ohne Schneeschuhe und ohne Skier, das war alles so neumodisches Zeug, dass mit dem Scott nichts anfangen konnte. Man hatte beides dabei, aber es wurde aus strategischen, das funktioniert doch nicht, so in diese Richtung gedacht von Scott, der eine Norweger, den sie extra als Skilehrer dabei hatten, der ihnen hätte beibringen können, wie man mit Skiern klarkommt, der ist auf dem Boot geblieben, auf der Terra Nova. Man spricht von der zweiten Expedition von Scott, auch von der Terra Nova Expedition. Die sind jeweils benannt nach dem jeweiligen Schiff, mit dem sie in die Antarktis aufgebrochen sind. Und ja, also so einer der diversen Fehler von tatsächlich wirklich objektiv muss man schon Fehler nennen, aufgrund von mangelndem Wissen und mangelnder Vorbereitung, wie man denn am besten mit sowas klarkommt, mit der Antarktis klarkommt. Die Amundsen hatte, der ist bei den Inuit sozusagen in die Lehre gegangen und hat dann mit Inuit-Technik, die sich über Jahrhunderte bewährt hatte, eben auch ohne größere Probleme den Südpol erreicht, weil was im Norden funktioniert, auf jede Menge Eis, über viele hundert Jahre zum Überleben, da rund um die Uhr, das klappt auch für mal eben ein paar Wochen zur Antarktis und wieder zurück. Ja, aber gut, jedenfalls, er hätte 4 Leute zurückschicken sollen. Der gute Scott wäre auch besser gewesen, dann hätte er den 5. nämlich nicht noch durchfüttern müssen. Er hat dann in seinem eigenen Tagebuch relativ schnell aufgeschrieben bzw. erkannt, dass der 5. Mann ein größeres Problem dargestellt hat. Und nicht wirklich, ne, also nicht, dass der nicht auch angepackt hätte, aber zu 5 zu sein, egal wer von den 5 zu viel ist, das war das Problem. Und
Gleichzeitig waren die drei, die zurückgeschickt wurden, jetzt einer zu wenig, um den Schlitten effizient ziehen zu können. Und außerdem gab es Skorbut. Ne? Skorbut war ein großes Thema, was die Norweger nicht so hatten, weil die viel mehr Robbenfleisch dabei hatten und die Fettschicht der Robbe enthält unter anderem auch tatsächlich gar nicht mal so wenig Vitamin C. Damit hatten die überhaupt keine Skorbut-Probleme. Die Engländer hatten größtenteils ja Dosenfutter, Expeditionsnahrung der damaligen Zeit, ohne jedes Vitamin C. Und das wurde dann zum Problem bei den dreien, die dann zurück sind. Und ein gewisser Evans, Vorname fällt mir gerade nicht ein, aber der hat später auch jede Menge aufgeschrieben. Von ihm ist das Buch South with Scott. Sehr empfehlenswert übrigens. Ich habe auch noch die deutsche Übersetzung mal gelesen. Aber trotzdem, der war dann mit Quen und noch einem anderen unterwegs und ihm wurde dann später von Quen durch einen sensationellen, noch nie dagewesenen Alleinmarsch eine physisch-mental wirklich herausragende Leistung, die es bis dahin so noch nicht gegeben hatte, das Leben gerettet, weil Quen quasi, als keiner mehr konnte, doch noch die Kraft aufgebracht hat, um zum Stützpunkt sozusagen, wo das Schiff lag, wo die Mannschaft, die zurückgeblieben war, am Schiff war, dahin aufzubrechen, damit er eine zusätzliche Rettungsexpedition aufbrechen konnte, um dann die zwei in der Schneeverwehung sozusagen überdauernden letzten Überlebenden letztendlich auch der Scott-Expedition abholen zu können. Weil von denen, die noch weiter hinten waren, noch weiter in Richtung Pol, hat leider keiner überlebt. So, und das ist so eine dieser Heldentaten, und mehr will ich auch gar nicht verraten, die Quen im Laufe seiner Zeit vollbracht hat. Mit Heldentaten bin ich ein kleines bisschen vorsichtiger als der Autor des Buchs, aber das muss jeder selber wissen, wie heroisch er, natürlich unmenschliche, herausragende Leistungen in so einer Situation, also seine Kollegen zu retten, das ist sicherlich eine Heldentat, aber andererseits, die waren da ja alle freiwillig und man kann sich aus heutiger Sicht mit ganz gesunden Menschenverstand schon so ein bisschen fragen, was dieses ganze Wettrennen zur Antarktis sollte. Das ist das gleiche wie mit, wer ist zuerst auf welchen Gipfel gestiegen, an solchen Aktionen insgesamt, die ich sehr bewundere und die ich sehr spannend finde, aber an deren Sinnhaftigkeit ich doch manchmal ein klein wenig zweifle, beziehungsweise mich schwer tue, mit jemandem, der sich derart in Lebensgefahr begibt, dann großartig viel Mitleid zu haben, zumal ich zumindest ein kleines bisschen mitreden kann, wenn man irgendeine Trekkingtour ins Nirgendwo unternimmt, was selbstverständlich nicht vergleichbar ist mit den Expeditionen, die da gemacht haben, dann rechnet man ist sich des Risikos bewusst und ich denke, zumindest die meisten, die sowas tun, würden hinterher nicht erwarten, dass man jetzt furchtbare Tragödie ansieht, dass dann halt tatsächlich mal jemand, der sich in Gefahr begibt, in derselbigen umkommt. So ein Thema, was mich bei den solchen Sachen immer so ein bisschen umtreibt, ja? Es gab dann noch eine dritte Expedition unter Sir Ernest Shackleton. Dazu gibt es einen schönen Spruch, nachdem wir jetzt die drei großen Namen ja schon gehört haben. Scott, Amundsen und Shackleton. Ich kriege die genaue Übersetzung nicht mehr zusammen, aber das ist auch aus dem Englischen. Aber sinngemäß heißt es so viel wie, wenn du eine wissenschaftliche Expedition planen möchtest, mit viel Brimborium und drumherum und Equipment, logistisch sehr viel zu tun, sehr viel Zeug zum Transportieren und so weiter, nimm Scott. Wenn du effizient und schnell vorankommen möchtest, um dein Ziel zu erreichen, nimm Amundsen. Und wenn alles schief geht und, frei übersetzt, die Kacke am Dampfen ist, dann fall auf die Knie und bete um Shackleton. Tatsächlich ist es so, dass von diesen diversen Leuten, die da in der Antarktis sich rumgetrieben haben, ethisch, moralisch betrachtet, Ernest Shackleton letztendlich der Sieger ist, der eigentlich keine besonderen Rekorde und besonderen Entdeckungen jetzt im großen Stil aufzuweisen hat, aber immer all seine Leute heile nach Hause gebracht hat und das durch sehr wohlüberlegte, sehr kluge Entscheidungen und dabei geholfen bei der letzten großen Rettungsaktion, maßgeblich geholfen, ohne wäre das nicht möglich gewesen, hat eben er. Ihn kennt keine Sau, Ernest Shackleton auch längst nicht so viele wie Scott oder Amundsen, aber das ist typisch für
eben so ein bisschen die Prämisse dieses Buchs. Es geht hier um die Leute in Reihe 2, die entscheidend gewesen sind, also um speziell diesen in der Reihe 2. Aber es ist ein schönes Beispiel für andere Situationen, wo man sich dann fragt, ja, was ist denn eigentlich, wo ist die Biografie von Tenzing Norgay, dem anderen Typ, der ebenfalls der erste Mensch, der andere erste Mensch auf Mount Everest gewesen ist. Ne? Von Sir Edmund Hillary weiß man einiges. Von Tenzing Norgay, wenn man ein bisschen rumrecherchiert, findet man inzwischen auch einiges raus, aber den kennt gefühlt auch keine Sau, auch wenn er mal beim Jauch Millionenfrage war, wie er denn heißt. Aber ja, nur so als Beispiel. Oder zweiter Mann auf dem Mond. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja. Kann man natürlich recherchieren, kein Thema. Aber diese Leute der zweiten Reihe, die für das Gelingen der jeweiligen Entdeckung, des jeweiligen Abenteuers essentiell gewesen sind, aber keine Sau weiß es, weil sie halt nicht der Anführer gewesen sind und bloß der in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Da ist das ein hervorragendes Beispiel und wirklich ein tolles Buch. Und mehr will ich zum Inhalt auch gar nicht verraten. Auch zum Charakter von Tom Quinn möchte ich gar nicht allzu viel sagen. Der stille Held trifft vor allen Dingen auf sein Alter zu, als er dann alt geworden ist. So, also vergleichsweise alt. Leider ist er nicht sehr alt geworden. Dummerweise, das kann ich vielleicht auch schon verraten. Blinddarmentzündung war damals noch ein Thema. Heute natürlich kein großes Problem mehr, aber ja, es sind viele, viele wichtige und berühmte Leute, die man gerne für die Menschheit sicher gut gewesen wäre, wenn sie länger gelebt hätten, sind daran tatsächlich gestorben. Auch Tom Quinn. So, aber er hat im Alter so gut wie nichts berichtet über seine Polarexpeditionen und sich damit nicht gebrüstet, was vielleicht auch mit dem Nordirland-Konflikt zusammenhängt, in dessen Nähe er ja nun mal gelebt hat. Und da er ja auf englischen Expeditionen unterwegs war, war das zur damaligen Zeit vielleicht nicht so ganz geschickt, sich dann damit zu brüsten, wie doll er doch sich mit den Engländern versteht, in eben dieser krisengebeutelten Situation, in der er sich da befunden hat. Mag. Also es kommen da schon so diverse dramatische Effekte zusammen und das Schöne ist jetzt, um wirklich zum Buch zu kommen, überdramatisiert wird hier aber nichts. Herausragend finde ich wirklich, wie akribisch und wie detailliert hier nur mit historischen Quellen gearbeitet wird. Zu so ziemlich allem, was hier drin steht, gibt es irgendeinen Quellenbeleg, auch jede Menge schöne kleine Fußnoten, die eben auf die Originalquelle jeweils hinweisen und teilweise sind es Briefe der Leute, die verschickt wurden, die von Hinterbliebenen, Söhnen, Enkeln, sowas in die Richtung, Enkelinnen selbstverständlich, weitergereicht wurden, die als Quelle herdienen. Ja? Aber nur ganz wenig Spekulation und wenn doch mal wirklich was reine Vermutung ist, dann ist sie sehr gut begründet und es wird im Text von Herrn Smith darauf hingewiesen, wann er denn selbst was vermutet. Ja? Oder eben mal nicht auf reinen Fakten basierend was beitragen kann. Aber das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Da kann man sich in keinster Weise beklagen. Es führt natürlich dazu, dass es manchmal ein kleines bisschen, man kann nicht beides haben. Ne? Du kannst keine emotional aufrührende Geschichte mit viel Dramatik haben. Wenn die Quellen für diese Dramatik nicht existieren, wäre das eben dazu erfunden. Und das hat der Autor nicht getan. Drum liest es sich manchmal recht nüchtern, obwohl es sich wahrscheinlich, kann man sich gut vorstellen, um hochemotionale Situationen gehandelt haben könnte. Aber wenn wir das eben nicht bewegen können und nicht wissen, was die damals in ihrem Zelt kurz vorm Südpol besprochen haben, sofern sie es nicht in ihre Tagebücher geschrieben haben, dann wissen wir es heute halt nicht. Ja, und jetzt könnte man eben spielfilmartig oder romanartig irgendwas vermuten und basiert auf wahren Begebenheiten drunter schreiben oder man schreibt es so wie hier und dann basiert es nicht auf wahren Gegebenheiten, sondern es sind wahre Begebenheiten. Und meiner Meinung nach ist, auch wenn es nicht so dramatisch klingt, die Realität immer spannender als jede Fiktion. Nicht, dass Fiktion nicht auch toll sein kann. Ne? Also das macht das Buch wirklich extrem lesenswert und gegen Ende kommen dann auch so, also zumindest bei mir, Leser ist natürlich anders, aber gegen Ende gibt es dann auch so noch ein paar emotionale Momentchen, die man vielleicht so in Buchmitte, beziehungsweise insbesondere am Anfang etwas vermisst und eine etwas, na sagen wir mal, neutrale Beschreibung dessen Bordalltags des jungen Matrosen Tom Quinn jetzt nicht so faszinierend findet, insbesondere da es da auch sehr an Quellen mangelt und der Autor auch häufig schreibt, dass man das nicht
weiß und dann ist das und das passiert, aber genaueres weiß man nicht und dann ist das und das und genaueres weiß man nicht. Das ist ja alles hochkorrekt und auch richtig. Ja? Aber es ist, hat, führt halt manchmal dazu, dass man als Leser, der die historischen Fakten haben möchte, das eben dann auch akzeptieren muss. Ja? Gerade wenn man sonst eher auch mal eine Ausschmückung gewöhnt ist von anderen Büchern. Ne? Kommt drauf an, wenn ihr häufig historische Berichte lest, weil das ist es im Grunde, dann seid ihr das vielleicht gewohnt. Wenn man hingegen eher historische Romane gewöhnt ist, dann ist das hier eine etwas nüchterne Erzählweise. Trotzdem wirklich die Balance zwischen Realitätsnähe, Fakten und Quellen und doch noch unterhaltsam geschrieben, die gelingt schon sehr, 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 sehr gut. Soweit das dann möglich ist, eine perfekte Balance dieser zwei Aspekte hinzubekommen, ist das in dem Buch definitiv gegeben. Und es ist wirklich so ein Loblied an die bedeutenden Personen, die in der zweiten Reihe unterwegs waren, die eben von der Geschichte vergessen worden sind, mehr oder weniger, auch wenn man sie noch recherchieren kann, aber Scott und Amundsen, die kennst du, Tom Quinn kennst du halt eben nicht. Und dafür gibt es ja so viele Beispiele. Und da finde ich, ist es also ein ganz, ganz tolles Buch in diese Richtung, das auch dann auch sehr, wie hieß es immer, was man nicht sagen soll, wenn man irgendwelche Interpretationen schreibt im Deutschunterricht. Das Gedicht soll zum Nachdenken anregen. Ja, das soll jedes literarische Werk im Regelfall in irgendeiner Form tun. Wenn nicht, ist was schiefgelaufen. Drum sollst du das nicht in deine Erörterung schreiben. Aber ich möchte es für dieses Buch dann trotzdem einfach mal erwähnen, weil ich weiß nicht, ob es das soll, aber es tut es definitiv. Und das ist also wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Gerade wenn man sich für Expeditionen interessiert, wenn man sich für die Antarktis interessiert, wenn man sich für Männer in eigentlich dummen, selbstverschuldeten Extremsituationen interessiert und wie sie damit umgehen. Und vielleicht auch für all diejenigen, die von uns, die selber auch draußen unterwegs sind, ist Tom Quinn sicherlich in einer Hinsicht wirklich ein überragendes Beispiel, nämlich in mentaler Stärke, die ja so wichtig sein kann. Wenn du halt im Grunde hast du genug zu essen und im Grunde bist du noch trocken und du bist noch fit und dir geht's gut, aber es stürmt trotzdem die Nacht und du hast ein Hightech-Zelt, aber vielleicht fragst du dich doch, was wäre, wenn mein Hightech-Zelt nicht hält, zum Beispiel, ja. Und dann kommt es schon drauf an, da gibt es dann, ich habe beides schon erlebt, die Leute, ich bin so irgendwo in der Mitte, ja, ich fange dann je nach Sturm schon irgendwann an, aber auch jetzt nicht bei jedem kleinen Windchen, weil ich ja auch eine gewisse Erfahrung inzwischen auch habe, nicht in der Antarktis, ne? Aber zumindest mal von abseits der Zivilisation unterwegs sein. Ja, aber da gibt es so Leute, die pennen da einfach durch und das juckt die nicht die Bohne und so. Einer wäre Tom Quinn, ja, der auch in extremsten Ausnahmesituationen immer ruhig geblieben ist und immer optimistisch und seinen Kameraden bei 40 Grad minus, während er das Zelt im Schnee einbuddelt, noch ein Liedchen vorsingt und solche Späße. Also wirklich eine mentale Stärke, eine Zuversicht und dazu noch ein Teamplayer, dass er nicht also sein eigenes Ding durchgezogen hat. Das hat man ja auch oft, wenn wir uns zum Beispiel die moderne, in Anführungszeichen, moderne Antarktis-Querung von Arvid Fuchs und Reinhold Messner angucken. Die beiden haben zwar als Team ganz gut zusammengearbeitet, aber wirklich Freunde und Ähnliches sind die nie geworden, weil beide, also zumindest Messner, ich möchte ihm schon so einen gewissen Hang zum Einzelkämpfer unterstellen wollen. Ne? Und das war nicht, dass Messners Leistungen nicht über jeden Zweifel haben sind. Ne? Das will ich ja gar nicht sagen. Aber Tom Quinn war ein totaler Teamplayer. Ja? Der war also deswegen wichtig, auch gerade als Nicht-Chef, trotzdem ihn im Team zu haben, um die Moral hochzuhalten, um die Gruppe, die Gruppendynamik vernünftig zu halten, die Hoffnung letztendlich auch nicht vergehen zu lassen. Das dürfte eine Funktion gewesen sein, die man erstens gar nicht wichtiger finden kann. Das ist essentiell, denn wenn keiner mehr glaubt, dass man da irgendwie jetzt noch rauskommt aus der Situation, dann versucht es auch keiner mehr. Das ist so essentiell, dass die Psyche da noch mitmacht, dass der Wille noch da ist. Und der Wille ist letztendlich auch, was ihn persönlich einfach selbst zu übermenschlichen Leistungen, körperlichen Leistungen hinsichtlich seiner Märsche, die er da abgehalten hat, die legendären Märsche, die es zumindest verdienen, das zu sein, auch wenn sie keiner kennt, oder jedenfalls nur sehr wenige. Das war alles aus reiner Willenskraft. Und
Dazu dann noch dieser ruhige und ausgeglichene Charakter und faszinierende Person. Ja? Wir wissen immer noch, selbst wenn wir das gelesen haben, wissen wir noch zu wenig über Tom Quinn. Und das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass er halt eben wenig Briefe geschrieben hat und nie ein Tagebuch oder sonst wie. Und drum eine Autobiografie hat er auch nie geschrieben und hat auch nie jemanden eine Biografie diktiert oder sonstiges. Daher schwierig. Ja? Und gerade im Alter hat er eben nie drüber gesprochen, was er in der Antarktis so getrieben hat. Bis auf eine Ausnahme, die möchte ich vielleicht doch kurz spoilern, als er als, na, jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz alter Mann, aber zumindest im Ruhestand sozusagen, am Freitag bei Katholiken, ja, die Iren, am Freitag Schinken und Eier und sonst was in die Pfanne geklopft hat, als seine Kumpels zu Besuch kamen, um die eben zu bewirten und seine Frau entsetzt reinkam, also seine Frau, die hatten wohl eine relativ glückliche Ehe, ich will seine Frau auch gar nicht niedermachen, reinkam und gemeint hat, das geht ja nicht, es ist Freitag, du kannst doch nicht schinken, ne? Fleisch am Freitag geht nicht, Fisch wäre richtig gewesen oder halt eben kein Fleisch oder halt Brot, was weiß ich. Und da hat er sich wohl aufgeregt und da, wo ich war, hätten wir ja zur Not auch deinen Hintern gebraten oder irgendwie sowas in diese Richtung gesagt und das war eine der ganz wenigen Situationen, wo er mal kurz darauf angespielt hat, was der eigentlich erlebt hat, welche unsagbaren Qualen letztendlich in dieser ewigen Kälte und unter Bedingungen, die ich gar nicht so sehr spoilern möchte, ja, das lest insbesondere die dritte Expedition, die Endurance-Expedition, nicht vorher googeln, vorher, also wer Interesse hat natürlich, ne? Wenn ihr jetzt sagt, interessiert mich nicht, dann auch in Ordnung. Es ist mir völlig wurscht, ob das Buch jetzt jemand kauft oder nicht. Ich möchte es einfach nur empfehlen für diejenigen, die gerne was Spannendes zum Lesen haben möchten und dabei noch ein bisschen sich weiterbilden wollen. Und also die Endurance-Expedition wirklich nicht vorher googeln, die hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Es ist eine der vielleicht nicht ganz, ganz bekannten Antarktis-Expeditionen. Und also wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Und ja. Das reicht hoffentlich, um eventuell ein bisschen Geschmäckle auf dieses Buch auszuüben. Es geht wirklich nicht nur um Tom Quinn. Die ganzen Expeditionen, wo er dabei war, werden auch im Detail beschrieben. Auch viele andere Männer, die dabei waren, waren halt immer nur Männer. Ne? Das ist nichts mit Gleichberechtigung gewesen. Werden auch alle toll beschrieben und wirklich toll die historische Korrektheit. Das ist einfach wichtig für sowas, dass das, was da drin steht, da kann man sich auch drauf verlassen. So ist es auch gewesen. Und wenn es mal spekulativ ist, dann weist der Autor eben darauf hin, da muss man das halt sich eine kleine Notiz im Hirn machen, dass das vielleicht eventuell nicht ganz so, lest es halt, wie ihr es lesen wollt, wenn es euch dann im Übrigen interessiert. Das Bild hier hinten drauf, das ist die die Endurance-Expedition. Und das sieht irgendwie nicht so ganz gut aus, ne? Also das nur noch vielleicht als letzten Spoiler zu Endurance, was da alles war. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja. Am Schluss also auch trotz der neutralen, eher sachlichen Erzählweise ist am Schluss auch wirklich noch für die gewisse Emotionalität gesorgt, ohne vom eigentlichen Schreibstil abzuweichen. Das finde ich eine großartige Leistung, ne? Dass man trotz sehr sachlicher Erzählweise am Ende noch je nach persönlicher Emotionalität vielleicht ein sehr männliches Tränchen verdrücken muss. Das vielleicht. Ja, so. Ja. Nö, mehr fällt mir eigentlich nicht ein. Doch, eine Kleinigkeit noch, ein weiterer großer Pluspunkt. Es findet sich alle paar Seiten, also so alle 3-4 Seiten, findet sich ein Originalauszug aus den diversen Tagebüchern der Antarktisreisenden. Das wertet das Ganze außerordentlich auf, dass man auch noch jeweils diese Originalzitate natürlich aufs Deutsche, ins Deutsche übersetzt. Ja, sonst muss man das englische Original kaufen, das gibt es eben natürlich auch auf Englisch. Wer die Originalzitate haben möchte. Aber das wertet das Ganze enorm auf und gibt einem wirklich so ein intensives Gefühl, dabei zu sein, nicht unbedingt. Da kann man sich vielleicht eventuell, wenn man eine sehr, sehr tiefe Gefriertruhe hat, also sehr kalte Gefriertruhe, wenn man sich da reinhockt und dann dieses Buch liest, da hat man vielleicht ansatzweise
Nee, also es gibt Sachen im Leben, die muss ich nicht haben. Und obwohl ich eine große Outdoor-Begeisterung habe und als ich jung war auch noch ein bisschen extremere Wünsche und Vorstellungen hatte, was für Touren ich mal mache, ich glaube, in die Antarktis wollte ich noch nie. Wobei ich es sehr faszinierend finde, eben davon Berichte zu hören. Und gerade aus dem Jahre 1910, 11, sowas um diese Zeit rum, wie die da unterwegs waren und mit was. Und so, es reicht. Ja, also, absolute Empfehlung. Wenn ich Buchvideos mache, ist es immer eine Empfehlung. Das ist halt einfach so. Oder was soll ich euch von so einem schlechten Buch erzählen? Daher, wer noch nichts zu lesen hat oder noch ein Weihnachtsgeschenk braucht für jemanden, der sowas interessant finden könnte, ich kann es wirklich nur aller wärmstens empfehlen. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich ohne Buch, aber ich auch da in die Richtung kommt mal irgendwann im nächsten nochmal mehr. Ich habe zurzeit sehr viel zu lesen, was noch gelesen werden muss. Tschüss!